Sange, Schwestern und Brüder, vor allem aber werte Gönner. Also alle, die mit ihrer Spende in so selbstlose Weise da, ich meine, letztes Jahr war ja ein bisschen mehr Geld eingetrudelt. Ja, da kommen wir als Festessen noch Schnitzel mit Mischgemüse nach Jägerart, während da diesjährige Spendenaufkommen mal gerade so für Knackwurst mit Salat hingehauen hat. Ja, ist egal, Dankeschön, ein geschenkter Gaul, guckt man nicht im Dingens, ne, also. Dankeschön an alle Spendierer, auch wenn sie sich die Würstchen vielleicht nur schweren Herzens von der Seele gerungen haben. Nicht zwei Stück pro Mann ist übrigens genau abgezählt. Dann die Getränkebons, habt ihr doch alle drei Schnaps und zwei Biermarken, habt ihr, ne? Die Schnapsmarken gelten aber nur für Klaren. Wer von den Damen da fies für ist, will sich lieber ein Eierlikör mit Borkenschokolade volllaufen lassen. Dann könnt ihr beim Ober beantragen, aber nur 2:1, also zwei Klare, ein Gelber. Wie gesagt, die Freigetränke und auch die Pralines für nachher beim Preistanzen und Sacklaufen verdanken wir unserem langjährigen Mitglied und unvergesslichen Bariton Alfons Tecklenberg, welcher uns als letzten Gruß sein Postsparbuch den Vereine vermacht hat. Dafür jetzt aber auch auf ewig in unserer Mitte zugange ist, wenn er auch nur noch von seiner Wolke aus zugucken kann. Ich meine, er hatte sich ja schon zu Lebzeiten in unser aller Herzen gesungen, der gute Alfons, aber mit diesem noblen Hinschied hat er vielleicht auch diejenigen unter uns beschämt, die ihn nie verknusen konnten mit seiner ewigen Meckerei. Ist sein wichtiger Tour den alten Quarksack. Ja. 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 Aber wer jetzt noch was gegen ihn vorbringt, kann ich nur entgegenhalten, erstmal nachmachen. Weitere Sterbefälle sind vereinsseitig im letzten Jahr nicht zu verzeichnen, aber auch keine Neuzugänge und vor allen Dingen keine Jugendliche. Und wer wie ich mit beide Beine mitten in der Chorarbeit steht, weiß, was das heißt. Selbst wenn wir nur mal unseren kleinen Chor nehmen mit seinen 20 Figuren, ja, wenn die sich mal so auf der Bühne gestöhnt haben, stehen doch da über 1000 Jahre beisammen. Von großen Ensemble will ich gar nicht erst reden, aber wenn allein drei Sopranen mit Krückstock singen müssen, ist eben der jugendliche Schmelz ein Käse. Und deshalb noch einmal die dringende Vorstandsbitte. Wenn wir als Lyra 07 noch eine Zukunft haben wollen, müssen wir unser Durchschnittsalter aber gewaltig herabsenken. Und zwar jeder einzelne von uns. Ja, Herrschaften, machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir öffentlich auftreten, dann streckt uns das Publikum im Saal nicht nur die Ohren entgegen, sondern die wollen auch mit den Augen hören. Die Leute wollen was sehen für ihr Geld. Und deshalb dürfen wir nicht nur unsere Stimmen pflegen, sondern auch unsere Klangkörper. Und damit bin ich schon beim Thema meiner heutigen Festansprache, mache dich selbst. Denn irgendetwas muss doch in Schuld sein, dass wir seit 2 Jahren überhaupt keine öffentlichen Auftritte mehr gekriegt haben. Sicher, ich meine, wir haben auch früher schon nicht ausgesehen wie der Schöneberger Sängerknaben. Ja, damals konnten wir doch unseren Eindruck wenigstens durch die Aufstellung noch ein bisschen abbremsen. Nicht die Kleinen auf Stühle, die Glatze nach hinten, die Hängebusen wenigstens in der zweiten Reihe. Aber inzwischen, ne, wir können doch nicht alle nach hinten stellen. Vorne steht überhaupt keiner mehr. Ja, nun werdet ihr natürlich sagen, ne, gerade die Mädels, besonders wenn sie schon Omas sind, werdet ihr sagen, ja, leider, wir sind eben nicht als Schönheitsköniginnen auf der Welt gekommen. Ja, Herrschaften, das hab ich doch auch nie behauptet. Ne?
Aber seid doch mal ehrlich, ihr habt doch alle schon einmal Hand an euch gelegt. Von euch aus bis nachgeholfen, was Papa und Mama damals bei der Grundsteinlegung versaut haben. Ob sich die Damen jetzt den Kopf in Dauerwellen einwickeln lassen, die Herren bringen ihre Plattfüße mit Einlegesohlen wieder auf Vordermann. Ja, irgendwie hat doch jeder schon einmal einen eigenen Image gedreht. Aber habt ihr auch genug gedreht? Wie habt ihr wirklich jede Chance beim Wickel genommen, was uns Wissenschaft und Forschung heute ausgedacht haben? Ja, Isolde, du lachst so. Was weißt denn du? Nicht, vielleicht könntest gerade du mit einem anständigen Enthaarungsmittel morgen aussehen wie Zara Leander. Wenn ihr nur wüsstet, wie ihr euch besser reparieren könnt, und deshalb bitte ich nochmal um eine geschätzte Aufmerksamkeit für die Einzelheiten, denn das könnt ihr mir wirklich glauben. Heutzutage ist sogar Schönheit heilbar. Guck mal, jeder Mensch hat doch irgendwo in seinem Körper eine ganze Masse von seinen Eltern, diese sogenannte Erbmasse. Beim einen sitzt er mehr im Kopf, beim anderen den Spitzkühler. Und zwar kommt die dadurch zustande, wenn ein Mann und eine Frau, oder auch schon mal Fräulein, je nachdem, wenn die eines Tages so schön verschmelzen tun mit ihren Chromosomen und Gene, das ganze Kleinzeug, was da bei der Vererbung als Zutaten gebraucht wird, da gibt es ein ganz wichtiges Fremdwort, dominant, das heißt beherrschend, und will sagen, wer in so einem Höhepunkt des menschlichen Daseins besser zu Wege ist, der Mann oder die Frau, nach denen schlägt dann auch das keimende Leben. Ja, guck mal, meine Schwester zum Beispiel, ihr kennt ja alle unser Trutchen, die ist ja nur ein ausgesprochenes Ferienkind. Unser Vater hatte damals gerade Urlaub. Richtig schön Zeit, auch für sein Hobby. War gut ausgeruht durch, konnte vernünftig konzentrieren. Aber das hat man dem Mädel angemerkt von klein auf, dass die eine hundertprozentige Tochter ihres Vaters war. Dieselbe Knubbelnase, so eine Segelohren, wie ein Bart, wuchs wie ein Weihnachtsmann. Ich dagegen habe ja nur mehr die Masse von unserer Mutter geerbt. Ich meine, heute geht das noch, aber ihr kennt mich ja noch von vor 5 Jahren. Und wie ich damals gerade entbunden war, nicht für die Verwandtschaft zum Begucken freigegeben, nicht, da sollen sie mich angeglotzt haben wie ein Verkehrsunfall. So sehr war ich unserer Mutter aus dem Gesicht geschnitten, bis denn wohl Onkel Alfred ein Trostwort fand. Wie soll er zu unserer Mutter gesagt haben, na ja, lass man Meter, ist ja wenigstens nur ein Junge. Das konnte man da schon sehen, wahrscheinlich an den Haarschnitt. Aber du war ja, in früheren Zeiten war ja die Schönheit des Menschen noch nicht eine so strenge Vorschrift wie heute. Um mal bei unserer geliebten Musik zu bleiben, dieser eine Flötenspieler. Kennt ihr doch einen alten Fritz? Ja, zu seiner Zeit ein mickeriges Kleinmänneken. Krummen Puckel, Ohrbeine, am Stock gegangen, sein Leben lang dauernd am Niesen, wegen den Schnupftabak. Ja, glaubt ihr denn, dass sie den heute noch als Führungskraft des öffentlichen Lebens durchgekriegt hätten? Oder müsst ihr überlegen, dass wir den Mann ja nur von Ölgemälde kennen, wo schon der begnadete Pinsel des Künstlers das schlimmste Macken ausgerenkt hat? Da könnt ihr auch vorstellen, was er in Wahrheit für ein Rumpelstilzchen gewesen sein muss.